So machst du Minecraft mit nur einem Eimer eine unendliche Quelle. Ich denke, jeder kennt das Prinzip, dass man mit zwei Wassereimern ziemlich easy eine unendliche Wasserquelle machen kann und dann eben unendlich viel Wasser hat. Wenn ihr allerdings nur einen Eimer habt, dann geht das Ganze fast genauso einfach. Macht euch einfach ein bisschen Platz in der Erde, schüttet dann euren Wassereimer einen Block oben drüber und nehmt euch ein bisschen Baumehl, um hier unten Seegras zu machen. Wenn ihr den oberen Eimer jetzt wegnehmt, dann habt ihr unten einfach auch alles komplett mit Wasserquellen voll. So braucht ihr zwar ein Baumehl, aber falls ihr mal wirklich wenig Eisen habt in irgendeiner Challenge oder so, ist das bestimmt super hilfreich.